Jetzt, Sie haben gesehen, aber bis jetzt fand ich, vielen Dank erstmal, Sie bleiben noch und es geht noch weiter. Wunderbar. Aber jetzt haben wir so ein bisschen in unserem, wie nennt man das heute, modernen, kreativen Chaos, aber alles natürlich Herrn Göhner geschuldet, die Nachgeordneten, in Anführung Grußworte, was keine Grußworte sind. Der Ministerpräsident dieses Landes ist da. Herzlich willkommen. Er wird gleich zu uns sprechen. Natürlich auch. Ich hoffe, das hat er nicht vergessen und schon sozusagen beiseite gedrängt, früher auch mal mit den Gewerkschaften verbunden, lange Jahre Frontarbeit. Und zunächst wird aber noch ausgedruckt in Form eines Grußwortes Frau Dr. Enkelmann, die Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, zu uns sprechen. Und sie war ja 8 Jahre im Kampfgebiet der Fraktion, die 16 Jahre sogar, ich dachte 8 Jahre parlamentarische Geschäftsführerin. Und sie kennt die Seiten und ihr Job wird es sein, sie zu begrüßen, aber gleichzeitig was zu der politischen Rahmensetzung dieses Debattenthemas von heute was zu sagen. Bitte schön. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute ein bisschen umstellen müssen, das haben Sie mitbekommen. Chaos ist das nicht, also Chaos bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung schon gar nicht. Das ist sozusagen unsere Kreativität und die Flexibilität, die wir haben. Ich bin froh, dass wir diesen ersten Teil trotzdem so gesetzt haben, weil ich glaube, dass dadurch bereits Anregungen, wichtige Anregungen auch für die Diskussion gekommen sind, auch selbst wenn Dr. Göhner heute nicht mehr da ist. Aber er wird uns, glaube ich, heute den ganzen Tag noch mit begleiten. Ja, insofern ganz herzlichen Dank, Herr Professor Däubler, und natürlich auch Dank an Herrn Göhner für diesen Beginn. Und ich möchte Sie natürlich alle ganz herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier begrüßen. Und gestatten Sie mir am Beginn eines ein Wort des Dankes an meine beiden Vorstandsmitglieder, Sibylle Stamm und Peter Rahne, die die Anregung für diese Tagung gegeben haben und die das mit vorbereitet haben. Und natürlich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stiftung aus Berlin bzw. aus der Landesstiftung, die also hier den ganzen organisatorischen Kram mitbewältigen. Haben. Also ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das wird durchaus zum Erfolg dieser Konferenz heute beitragen. Ja, und ich freue mich natürlich auch, dass unser Ministerpräsident Bodo Ramelow mit hier ist. Er war lange Jahre auch Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ist er leider nicht mehr, aber na gut, er hat jetzt andere wichtige Aufgaben übernommen. Ja, Pro und Contra gesetzlicher Regelungen haben wir in dem Beitrag, in den beiden Beiträgen bereits gehört und die Diskussion und die Nachfragen haben bestätigt, dass es durchaus ein schwieriges Thema ist, mit dem wir uns hier befassen, dass es einfache Antworten möglicherweise nicht geben wird. Aber wichtig ist schon die Frage, welchen Ausgangspunkt man setzt. Und ich finde, nun sollte man Dr. Göhner nicht unbedingt dafür kritisieren, dass er die Arbeitgeber zum Ausgangspunkt gemacht hat. Er hat ziemlich am Anfang seiner Rede gesagt, Arbeitgeber müssen wissen, woran sie sind. Und das ist sozusagen tatsächlich seine Aufgabe, sich um die Arbeitgeber zu kümmern. Aber wen man kritisieren müsste, das wäre schon die Bundesregierung, weil sie nimmt den gleichen Ausgangspunkt. Sie nimmt als Ausgangspunkt die Interessen der Arbeitgeber und ich finde, da muss man genau hin. Streikrecht, Tarifeinheit, Gewerkschaftspluralismus, also es ist schon ein weites Feld und das werden wir sicher heute nicht umfassend beackern, aber es gibt einen sehr konkreten Anlass, weshalb wir uns hier heute treffen und das ist, dass Anfang März diesen Jahres die Bundesregierung in erster Lesung oder der Bundestag in erster Lesung den Gesetzentwurf zur Tarifeinheit beraten hat. Ich begrüße im Übrigen auch Jutta Krellmann, die Bundestagsabgeordnete, also der Linken, herzlich willkommen auch hier. Ja, lange galt ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Die Wirklichkeit hat andere Fragen gestellt, die Privatisierung öffentlicher Unternehmen. Im Übrigen war ich damals Berichterstatterin für meine Gruppe im Bundestag für die Bahnreform und zusammen mit Herrn Schell Gegnerin dieser Bahnreform. Wir haben das damals beide abgelehnt aus, ich glaube, guten Gründen, die taugen heute noch. Ja, Aufspaltung Unternehmensstrukturen zum Beispiel, auch das hat eine Rolle gespielt. Und das Bundesarbeitsgericht hat dann 2010 entschieden, dass in einem Betrieb mehrere Tarifverträge gelten dürfen. Dann gibt es derzeit 12 Vereinigungen mit eigener Tarifzuständigkeit. Und diese vertreten immerhin 270.000 Mitglieder. Also so klein ist der Anteil dieser sogenannten kleinen Gewerkschaften nun doch nicht. Nun soll mit dem Gesetz, das sagt die Bundesregierung, und das ist ihre Intention, die Tarifautonomie gesichert werden, zugleich aber der Einfluss kleinerer Gewerkschaften auf die Tarifverträge beschränkt werden. Und die Frage, die man sich stellen muss, und die ist im ersten Teil ja auch bereits gestellt worden, wird der Gesetzentwurf dem tatsächlich gerecht? Wie soll es künftig bestellt sein mit der Pluralität gewerkschaftlichen Engagements? Kampf um Arbeitnehmerrechte, wie soll das
gesichert werden. Und Professor Däubler hat es sehr ausführlich auch gemacht. Es wird das ein Einfallstor tatsächlich für die Beschränkung des Tarifrechts, des Streikrechts, die Sorge haben wir auf alle Fälle. Und klar ist, ja, wenn Lokführer streiken oder Piloten streiken, dann sind das Spitzenmeldungen in den Nachrichten. Dann geht eben oft gar nichts mehr. Aber muss Streik nicht auch wehtun? Und ich finde, dass Worte wie Erpressung, Erpressungspotenzial, Exzesse, dass sich die von vornherein verbieten, wenn es um die Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen geht. Ja, und die Frage, ob das Gesetz tatsächlich grundgesetzkonform ist, da gibt es erhebliche Zweifel, das ist bereits gesagt worden. Allerdings die Frage ist schon, was macht das Verfassungsgericht dann, wenn das Gesetz tatsächlich dorthin kommt, was kommt dabei raus? Das ist, glaube ich, nach wie vor noch etwas offen an dieser Stelle. Und ich glaube, es müssen weitergehende Fragen gestellt werden, die wir heute so noch gar nicht angesprochen haben. Wie ist es mit Problemen des Lohndumpings zum Beispiel oder der Tarifflucht von Unternehmen? Die haben mit diesem Gesetz und können mit diesem Gesetzentwurf nicht gelöst werden, aber sie müssen in irgendeiner Form angesprochen werden und gelöst werden. Oder der Veränderung in der Arbeitswelt, dass die eine deutlich größere Differenzierung zum Beispiel in den Beschäftigungsverhältnissen mit sich bringt, auch natürlich Auswirkungen hat dann auf die Wahrnehmung von Beschäftigteninteressen durch Gewerkschaften. Also wie wird man dem künftig gerecht? Also wie gesagt, einfache Antworten wird es heute sicher nicht geben. Eine spannende Diskussion, glaube ich, allemal. Wir fordern als Rosa-Luxemburg-Stiftung hier zu einem Dialog auf. Also wie kann gerechtes Tarifrecht und Gewerkschaftspluralismus gesichert werden? Ich freue mich im Übrigen sehr über die Zusammensetzung unserer Tagung, dass wir Gewerkschaftsvertreter, Gewerkschaftsvorsitzende haben, eine ganze Reihe von Arbeitsjuristen mit hier. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen. Ich denke, wir werden heute noch sehr, sehr spannend über diese Themen diskutieren. Was ich mir allerdings außerdem wünsche, und das hat im letzten Teil schon eine Rolle gespielt, ist, dass das Thema nicht nur auf der heutigen Tagung eine Rolle spielt, sondern dass es ein anderes öffentliches Interesse gerade wegen der politischen Auswirkungen, der politischen Folgen gibt. Und denn meine Befürchtung ist eher, es wird schnell durch den Bundestag gekehrt, das Gesetz ist dann da und wie dann weiter. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns stärker auch in der Öffentlichkeit mit diesem Gesetz auseinandersetzen. Insofern ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie alle da sind. Und ich übergebe jetzt an den Ministerpräsidenten des Landes Thüringen. Herzlich willkommen, Bodo Ramelow. Lieber Herr Dagmar Enkelmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich beginne mit einem persönlichen Hinweis. Der mit mir sehr aktive Erstunterzeichner der Erfurter Erklärung, Günter Grass, ist verstorben. Mit dem haben wir ja hier in Erfurt mal einen politischen Aufruf gestartet, dass das Lagerdenken der Parteien überwunden werden soll. Unabhängig davon, wer auf welchem Teil des links von der Mitte stehenden Spektrums agiert hat. Wir waren bestimmt nicht in allen Fragen politisch immer einer Meinung, aber wir waren in einem Punkt einer Meinung, dass die Veränderung der Welt, auch der Bundesrepublik Deutschland, nach der deutschen Einheit eine neue Antwort braucht, eine soziale Antwort. Und ich beginne deswegen damit, weil das Thema, um das es heute geht, ist der Versuch, eine neue Antwort zu geben, aber in einer Form, wie sie mir als Gewerkschafter nicht gefällt. Und deswegen will ich einfach bemerken, ich freue mich als Ministerpräsident, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und dieses Publikum, diese Teilnehmer hier begrüßen zu können. Sie alle, die Sie fachlich mit dem Thema sehr massiv beschäftigt sind, und das Bundesarbeitsgericht in Erfurt ist der richtige Ort, um diese Konferenz, also das Bundesarbeitsgericht ist der Anlass, um hier diese Konferenz durchzuführen. Deswegen bin ich sehr froh, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung den Konferenzort Erfurt gewählt hat, weil Dinge, die uns alle bewegen. Emily ist vor wenigen Tagen auch gestorben. Der Pfandbon hat hier in Erfurt am Gericht Furore gemacht und damit trifft es mich schon zum zweiten Mal. Ich bin gelernter Lebensmittelkaufmann. Ich bin langjähriger Vorsitzender der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherung hier in Thüringen gewesen, 10 Jahre Landesvorsitzender. Und wenn ich zu dem Gesetzentwurf oder dem Gesetzesverfahren sprechen muss,
dann treibt es mir die Sorgenfalten ins Gesicht, auch wenn wir als Landesregierung keine einheitliche Meinung dazu hatten. Wir sind eine Landesregierung aus drei Parteien. Zwei davon waren einhellig der Meinung, dass der Gesetzestext so ungeeignet ist, ihn weiter zu bearbeiten. Eine Partei hat gesagt, lass uns gucken, ob wir einen besseren Kompromiss hinkriegen könnten. Wir haben dann als über unsere Sozialministerin den Versuch unternommen, im Bundesrat eine Neuinitiative zu starten, ob der Text an sich verändert werden kann. Also ob der Ansatz des Gesetzregelungswerkes verändert werden kann. Da hat dann leider nur die Brandenburger Stimme und die Thüringer Stimme gemeinsam gesagt, man sollte es überarbeiten. Und das hat in Summe dazu geführt, dass wir am Ende uns im Bundesrat der Stimme enthalten haben als Freistaat Thüringen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, Herr Leif hat darauf hingewiesen, als Gewerkschafter habe ich eine Meinung dazu. Ich bin immer der Überzeugung gewesen, wir müssen reden über den Gestaltungsraum eines Tarifvertrages und wir müssen über die Wirkmächtigkeit der Verhandlungspartner reden. Tatsächlich haben wir eine Erosion der Arbeitswelt und des Sozialraums Arbeit, der massiv mit der deutschen Einheit begonnen hat und auch durch Hartz IV und die Hartz IV-Begleitgesetzgebung massive Schläge dazu bekommen hat. Ich habe hier in Thüringen mal, deswegen will ich als Gewerkschafter reden und nicht als Ministerpräsident, hier in Thüringen habe ich mal Betriebe gehabt, ich nenne sie Globus Handelshof. Da war jeder einzelne Supermarkt ein kampfstarker Betrieb. Wir haben damit es geschafft, den Tarifvertrag Einzelhandel auch mit dieser Unternehmensgruppe massiv in Tarifauseinandersetzungen auch gestalten zu können. Durch die Einführung der Zeitarbeit als neues tarifliches Gestaltungselement, als Hartz-IV-Begleitmaßnahme, haben wir in all diesen Betrieben eigentlich alle Belegschaften verloren. Also als kampfstarke Belegschaften verloren, weil wir zwei Gruppen von Beschäftigten im gleichen Betrieb hatten und es keine gemeinsame Handlungsebene in dem Betrieb mehr gab. Wie soll man denn eine solidarische Kampfauseinandersetzung Tarifvertrag A machen, wenn im gleichen Betrieb der Tarifvertrag B, aber in diesem Fall Zeitarbeit, als solidarischer Lohndrücker gegen die eigene Belegschaft eingeführt wird? Das ist noch überhaupt keine Reaktion auf die Unterschiede in der Bahn oder Cockpit, das meine ich überhaupt nicht. Ich rede von der Spaltung der Belegschaften durch eine neue gesetzliche Möglichkeit. Weil die Lokführergewerkschaft hat es immer schon gegeben. Und die Ebenen der kooperativen Formen von Tarifverhandlungen hat es auch in den Krankenhäusern immer schon gegeben. Der Marburger Bund ist doch nicht neu vom Himmel gefallen. Ich rede von der Spaltung der Belegschaften, die durch gesetzliche Neuordnung gekommen ist. Und ich erinnere mich an die DGB-Kongresse, als wir heftig darum gestritten haben, ob Zeitarbeit als Tarifregelelement eingeführt werden soll. Bei HBV haben wir heftig darüber auf Bundeskongressen gestritten und haben gesagt, wir wollen das nicht. Und erst sehr relativ spät haben wir gesagt, na gut, da muss man irgendwie gestalterisch da mitwirken. Das Problem aber, gestalterisch dort mitzuwirken, heißt, neben dem, was wir als gelben Gewerkschaften hatten, jetzt will ich nochmal deutlich sagen, ich habe hier in Thüringen zu tun gehabt mit dem Deutschen Handlungsgehilfenverband. Das waren diejenigen, die wir in keinem Betrieb gefunden haben als Arbeitnehmer, aber wir haben sie beim Konsum als Tarifnotare gehabt. Dort haben sie den Tarifvertrag abgeschlossen. Ich sage das deswegen, weil mit dieser Tarifnotarschaft die Allgemeinverbindlichkeit des Thüringer Einzelhandelstarifvertrages kaputt gegangen ist. 10 Jahre lang haben wir in Thüringen einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag im Einzelhandel gehabt. Und dann ist Stück für Stück dieser Tarifvertrag die Allgemeinverbindlichkeit kaputt gegangen. Im Großhandel hatten wir konkurrierende Arbeitgeberverbände, nämlich den genossenschaftlichen Großhandel und den Großhandel. Wir haben als Gewerkschaft darauf geachtet, dass der genossenschaftliche Tarifvertrag in Thüringen textidentisch war zum Großhandelstarifvertrag, damit wir am Ende noch die Halbdeckung für die Allgemeinverbindlichkeit hatten. Das war immer ein Spagat und ein Riesenaufwand, damit keiner der Gewerkschaften einzeln meint, einen Vorteil auf dem Rücken des anderen zu haben. Und das war noch die Konkurrenz zwischen DAG und HBV. Also deswegen rede ich nicht über altehrwürdige andere Gewerkschaften, die in Industriebranchen unterwegs sind. So, ich rede von dem, wo ich erlebt habe, wie Stück für Stück die Gestaltungsfähigkeit von Gewerkschaften und Tarifverträgen zerstört worden sind. Und dann ist mit der Hartz-IV-Regelung eben kein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt worden. Das heißt, die Leitplanke, die notwendig gewesen wäre, daneben
Also wenn man dann schon Tony Blair abschreibt, hätte man ihn dann wenigstens ganz abschreiben müssen. Dann hätte man den gesetzlichen Mindestlohn im selben Moment mit einführen müssen, damit bestimmte Lohnuntergrenzen nicht zum Anreiz werden, um Tarifnotarschaft zu ermöglichen. Dagegen hat das Bundesarbeitsgericht dann über einen ganz mühseligen Prozess die gelben Gewerkschaften an die Kette gelegt, also der moderne Postzustellerverband hat ja dann die Tariffähigkeit aberkannt gekriegt. War ein unglaublich langer Weg, bis das erfolgreich gelungen ist, aber auf dem Weg dahin ist schon so viel in der Tarifgestaltung zerstört worden, dass wir viel Substanz verloren haben, was Gestaltung angeht. Warum sage ich das? Und jetzt bin ich wieder Ministerpräsident von Thüringen. Ich sage das, ja, weil wir ein Riesenunternehmen hier haben, der die Branche des Einzelhandels dominiert. Alle schreien vor Glück, nur die Beschäftigten nicht. Zalando, bis heute kein Tarifvertrag. Bis heute, jetzt ist, glaube ich, Betriebsratswahl gerade am Laufen, aber es war ein langer Prozess. Wir reden von einem Betrieb, 2.500 Beschäftigte in der Größenordnung, jetzt mühselig vor einer Betriebsratswahl, aber Sie sagen, Sie sind Logistiker. Für mich ist das klassischer Einzel- und Versandhandel. So war Neckermann, so war Quelle, so war Otto. Und die waren immer Teil des Einzelhandelstarifvertrags in der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ich dann sage, wir sind gar kein Einzelhandel, weil wir haben ja mit Endkunden gar nichts zu tun, wir sind Logistiker, dann bitte ich Sie alle mal einen Moment drüber nachzudenken, weil denselben Satz habe ich bei Fujitsu Siemens in Sömmerda auch gehört. Die haben mir mal gesagt bei einem Betriebsbesuch, die haben damals noch PCs gebaut, wir sind gar kein Industriebetrieb, wir sind Logistiker. Und wenn ich das so weitertreibe, dass ich sage, die Wertschöpfungskette in einem Betrieb, die Wertschöpfungskette in einer Branche spielt gar keine Rolle mehr, weil derjenige, der am Ende die Schrauben zusammendreht, hat mit dem Wertschöpfungsprodukt gar nichts mehr zu tun, dann kriegen wir keine Tarifverträge mehr hin. Weil dort, wo die Wertschöpfung stattfindet, werden wir keine Gestaltungsmacht der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer mehr haben. Und das ist mein eigentliches Problem, was mich im Moment so in Sorge treibt. Und deswegen sage ich, meine Solidarität gehört da immer noch der kämpfenden Belegschaft von Amazon. Das ist das Problem. Da kämpft jetzt eine Gewerkschaft und das Unternehmen sagt, interessiert uns nicht. Und dann sage ich wieder als politisch denkender Mensch, und da bin ich wieder bei der Erfurter Erklärung, weil das waren die Herausforderungen, die wir vor 15 Jahren mal beschrieben haben. Wir haben gesagt, was passiert hier eigentlich im Rahmen der deutschen Einheit, wenn die Wettbewerbsvorteile so genutzt werden, dass sie gegen die Branchen eingesetzt werden und gegen die Arbeitnehmer, weil die Neueingestellten eben gar keinen gemeinsamen Widerstandspotenzial entwickeln konnten. Wie denn auch? Sie sind völlig neu aus dem Boden gestampft in Betrieben eingestellt worden. Und jetzt im Zuge, Zalando lässt grüßen, Zeitarbeit, befristete Arbeit, 80% Prekarisierung, weil Prekarisierung ist für mich nicht nur Niedriglohn, das waren wir in Thüringen. Da bin ich froh, dass wir jetzt weg sind von dem Image, dass wir auch politisch sagen, Niedriglohn ist nicht unser Standortfaktor, sondern eine Katastrophe für die Zukunft. Aber Prekarisierung heißt auch befristet. Und wer die dritte Befristung hintereinander hatte, der überlegt sich irgendwann mal, ob er noch den Mund aufmacht oder nicht. Und das haben Zalando-Beschäftigte erlebt. Und wenn ich dann nochmal die regionale wirtschaftspolitische Kraft eines solchen Betriebes betrachte, und da bin ich bei Amazon, ein Unternehmen, das einen großen Aufwand damit betreibt, dass Steuervermeidung in Deutschland das Grundprinzip ist. Lokal zahlt Amazon in der Region Bad Hersfeld keinen Cent Steuern, keine kommunale Steuerkraft, weil das Unternehmen überhaupt keine Wertschöpfung in Deutschland abwickelt. Sie bestellen zwar in Bad Hersfeld, Sie kriegen auch aus Bad Hersfeld hier georderte Ware, aber abrechnen tun Sie über Irland und bestellen haben Sie im Callcenter, das irgendwo, weiß ich nicht. Und das Geld geht auf ein Konto ein, auf den Channel Islands. Und damit haben die eine ganze Industrie beschäftigt, nämlich die Steuervermeidungsindustrie. Und wenn wir über diese Dinge, die da aufeinander wirken, nicht reden, weil Amazon bedroht die Innenstadt und Zalando bedroht die Innenstadt, weil diejenigen, die Teil des Handels, des Endverbraucherhandels sind, sich komplett aus den Branchen verabschieden und sagen, wir sind Logistiker. Und die sollen doch froh sein, dass die Menschen hier Lohn und Brot haben. Die einzigste Form von Steuer ist die Einkommensteuer, die der Angestellte bezahlt, die der Beschäftigte bezahlt. Wenn das die Antwort ist, dann ist das gleichzeitig die Bedrohung des Mittelstandes auch in Thüringen. Und diese Zusammenhänge, glaube ich, müssen wir mit aufzeigen. Und deswegen war unsere Diskussion in der Landesregierung, dass das vorgelegte Gesetz nicht die Lösung schafft. Also,
Ich würde mir sicherlich einen Tarifvertrag für die Lokführer wünschen. Und ich habe mich mit dem Tarifvertrag auseinandergesetzt, weil ich der Meinung war, wieso setzt sich die Eisenbahner, also die Lokführergewerkschaft GDL, nicht mit an den Verhandlungstisch. Und ich habe das mal so vor mich hingeplaudert. Und dann kam der Kollege vom Beamtenbund und hat gesagt, Moment mal, Herr Ministerpräsident, dann brauchen die mal ein Tarifangebot. Und dann habe ich gesagt, die haben doch eins gekriegt, in den Medien war doch überall das Tarifangebot. Und dann habe ich dann gesagt, gebt mir mal das Tarifangebot. Und da war das Tarifangebot ein Unterwerfungsangebot. Und da habe ich als DGB, der ich immer noch bei Verdi beschäftigt bin und ein ruhendes Arbeitsverhältnis habe, habe ich gesagt, so kann man mit einer anderen Gewerkschaft nicht umgehen. Wenn ich so ein Angebot gekriegt hätte, ich wäre schreiend vom Tisch gegangen. Und das ist das eigentliche Thema, was wir auch noch erleben, dass kaum mehr jemand weiß, um was reden wir eigentlich. Aber das Ganze soll jetzt gesetzlich geregelt werden. Deswegen verstehe ich den Vertreter der Arbeitgeberverbände. Das ist für mich eine klare Ansage, dass der sagt, wir wollen geregelte Verhältnisse. Klar. Aber da kann ich nur sagen, wir müssen auch über die Veränderung der Gewerkschaftslandschaft und der Tariflandschaft reden. Das heißt, wir müssen reden über den Branchenbegriff. Wir müssen reden über den Gestaltungsraum. Wir müssen reden über die Gestaltungsmacht in dem Gestaltungsraum. Und wenn wir da nicht hinkommen, kommen wir gar nicht mehr zu Tarifverträgen. Und insoweit hilft das Gesetz, das vorgelegte Gesetz, hilft nicht, die Tarifeinheit herzustellen. Weil am Ende, und ich will das an dem Beispiel von Opel Eisenach nochmal sagen, Opel Eisenach könnte auch sagen, wir sind Logistik. Da steht die Belegschaft dagegen und das ist gut so. Und ich bin froh, dass die Belegschaft und der Betriebsrat darauf geachtet haben, dass das Outsourcing in Opel Eisenach nicht so weit getrieben ist, wie es in anderen Betrieben ist. Wir haben Betriebe, die haben bis zu 70% der Wertschöpfung im Betrieb, in den eigenen Hallen, durch outgesourcete Mitarbeiter an eigenen Produktionsinseln. Das hat bei Opel Eisenach nicht stattgefunden. Deswegen ist der Betrieb Opel Eisenach immer noch kampfstark als Metallbetrieb, gar keine Frage. Aber unterm Strich, auch Opel Eisenach zahlt keine Kommunalsteuer. Die Stadt Eisenach hat nichts von dem Betrieb, von der Wertschöpfungskette. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wenn es nicht gelingt, einen anderen Ansatz zu finden, wie wir Tarifkämpfe solidarisch, parallel und gemeinsam führen, und das bedeutet, dass auch in der Eisenbahn es eine gemeinsame Zielstellung geben kann, die dem anderen nicht den Gestaltungsraum nehmen darf, dann wird es keine Gemeinsamkeit geben und die ist durch den Gesetzgeber nicht zu veranlassen. Und mein Problem mit der Eisenbahn ist, dass sie eben privatisiert worden ist. Das ist mein eigentliches Problem. Und ich halte es für einen schweren Fehler, dass man eine öffentliche Einrichtung, die im Grundgesetz geregelt ist, dann meint, an der Börse organisieren zu können und dann, dass der Börsenvorstand mehr damit beschäftigt ist, Logistik auf der ganzen Welt zusammenzukaufen als Logistikkonzern. Und deswegen sage ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer nicht will, dass irgendwann die Deutsche Bahn in dem Metallbereich als neuen Logistik-Tarifpartner auftritt, der muss sich darüber Gedanken machen. Und in diesem Sinne will ich wenigstens mit einem nachdenklichen Einstieg in die Diskussion meinen Beitrag halten und sagen, wir haben es nicht aufhalten können. Ich hätte gerne den Gesetzestext im Bundesrat angehalten und ihn neu formuliert. Da bleibe ich dabei. Wir haben keinen Kompromiss gefunden, weil die SPD bei uns gesagt hat, sie finden auch, dass es, also unsere SPD sagt, sie findet auch, dass es schwierig ist, aber es ist ihnen keine bessere Idee gekommen. Und einen falschen Kompromiss wollten wir nicht machen. Insoweit streiten wir über den Inhalt und ich hoffe darauf, im Zweifelsfall, dass das Bundesverfassungsgericht das kassiert, was offenkundig Politik vorher nicht aus der Welt schafft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Man sieht, dass hinter dem kleinen Wort Grußwort sich doch viel verbergen kann. Und ich bin ganz froh, dass Sie sozusagen eine fulminante politische Rede hier gebracht haben. Man nennt das in Neudeutsch Framing, sodass man das, was hier zur Debatte steht, nochmal ganz anders interpretiert. Und Sie haben ja auf die tarifpolitischen Implikationen speziell hingewiesen. Und da merkte man, dass Sie vom Fach sind. Außerdem hat man gesehen, es gibt ja sowas wie so eine Art Bodo Ramelow hoch drei, wie so eine Art Erfurter Dreifaltigkeit. Einmal sprechen Sie als Ministerpräsident, dann als Gewerkschafter und dann als politisch denkender Mensch. Welche Rolle ist Ihnen denn am liebsten? Also als Christ sage ich natürlich, die Dreifaltigkeit ist mir schon ganz schön wichtig. Und von den Rollen, die Sie selbst genannt haben, Ministerpräsident, Gewerkschafter, politisch denkender Mensch, was ist da sozusagen Ihr Favorite? Der Ministerpräsident freut sich, wenn viele Gäste nach Thüringen kommen. Mhm. Und der Gewerkschafter sagt, wir müssen über die Modernisierung des Arbeitsbegriffes und der Arbeitswelt reden.
Das heißt, man muss schon sozusagen the man for all seasons sein, wenn man hier in Erfurt Ministerpräsident sein will. Also zumindest sollte man es sein, wenn man das erste Mal in Deutschland eine Koalition führen will und erfolgreich durchhalten will, die von drei Parteien als gleichberechtigte Koalition geführt wird. Und ich verstehe mich auch als Vertreter aller drei Parteien und nicht als einzelner Solotänzer. Aber ich kann natürlich mein Herz nicht einschließen, wenn ich als Gewerkschafter unterwegs bin. Das bricht dann doch durch und ich glaube, das hat jeder gemerkt, dass da mein Herzblut noch dran hängt. Aber als Ministerpräsident muss ich sagen, wir sind eigentlich für das Gesetz, über was wir reden, gar nicht zuständig. Aber nach 100 Tagen ist doch alles ruhig geworden. Man hat den Eindruck, die ganzen Leute, die den Untergang des Abendlands sahen, sind schon beruhigt und sediert. Also lieber Herr Leif, ich würde Ihnen gerne zustimmen, aber im Moment ist es so, dass die Anzahl von Bodyguards, die mich begleiten, deutlich zugenommen hat, weil ein ganz anderes Thema im Moment uns begleitet und das ist kein Bodo Ramelow-Thema, das hat Petra Pau, die zurzeit unter massiver Bedrohung steht, das ist der Bürgermeister von Tröglitz, der zurückgetreten ist, das ist der Landrat von Tröglitz, der unter Polizeischutz steht und die Anzahl von Morddrohungen gegen mich hat sprunghaft zugenommen, als ich angefangen habe, mich aktiv und deutlich zum Thema Flüchtlingsunterbringung öffentlich zu äußern. Wir haben ein gesamteuropäisches Problem. Wir haben den größten Flüchtlingsstrom seit 1945 und unsere Gesellschaften sind offenkundig nicht in der Lage, nicht willens, nicht bereit, mit dieser Herausforderung als Herausforderung umzugehen und zu erkennen, dass Flüchtlinge Menschen und unsere Brüder sind. Okay, wir wollen nur ein paar Takte reden, politisch zu Bundesrat und Bundesebene und dann würden Ihre Fragen mit einbezogen werden, weil Sie haben ja durch Herrn Professor Däubler und den anderen Referenten mitgekriegt, dass einiges an Gesprächsbedarf ist. Man hat den Eindruck, dass Sie in Rolle B am authentischsten waren in Ihrer Rede, nämlich Gewerkschafter. Aber die Rolle B kollidiert mit der Rolle A, Ministerpräsident, weil Sie sich auch einen schlanken Fuß gemacht haben. Wir konnten uns nicht durchsetzen, Bundesrat. Ist das nicht bei der Wichtigkeit des Themas? Hätten Sie da nicht ein bisschen mehr kämpfen können und müssen? Och, wissen Sie ja live, mit Ihrer Hilfe werden wir ja noch mehr rot-rote oder rot-rot-grüne Landesregierungen haben, demnächst in Wahlen. Und dann werden wir noch mehr Stimmen im Bundesrat haben. Ich habe es ja deutlich gesagt, dass die Brandenburger Stimmen und die Thüringer Stimmen in diesem Fall zusammen im Sozialausschuss daran gearbeitet haben, eine komplette Überarbeitung des Gesetzestextes vorzunehmen. Und um es mal ganz banal zu sagen, lieber Professor Leif, es ist ein Bundestagsgesetz. Und die Frage, was wir im Bundesrat dazu noch machen können, ist relativ überschaubar. Das, was wir tun konnten als Linke, haben wir getan. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir da nichts weiter tun konnten, sondern die SPD ist da fest, offensichtlich in einem Wort, den sie irgendwann dem BDA gegeben haben. Mein Eindruck ist, ich glaube, es ist nicht ganz verkehrt, das war das Kompensationsgeschäft zum gesetzlichen Mindestlohn. Deswegen habe ich vorhin gesagt, mir wäre es lieber gewesen, wenn man denn schon, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gegen Hartz IV bin und gegen die Hartz-Logik bin. Aber wenn ich denn schon pragmatisch und logisch zu Ende denke, dann hätte dieser Teil der Arbeitsmarktreformen mit gesetzlichem Mindestlohn, und zwar mit einem ausreichenden gesetzlichen Mindestlohn, einhergehen müssen. Wenn man schon Tony Blair imitiert, hätte man ihn wenigstens ganz imitieren sollen. Okay. Also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber es ist ja schon eine legitime Frage zu sehen, ob Sie mit den Erwartungen, die auch in Ihr Amt gebunden sind, im Bundesrat ausreichend interveniert haben. Das kann man ja fragen. Das können Sie fragen, aber eine Dreierkoalition setzt drei Partner voraus und nicht ein Einzelner. Na, so viel Zeit muss sein, weil das ist schon etwas Besonderes. Wir werden nicht durch den stärkeren Partner in der Koalition die schwächeren Partner an die Wand spielen. Und das heißt, wir müssen aushalten, dass auch der Kleinere uns sagt, das ist der gleiche Prozess, den Herr Wieselski in der Bahn aushalten muss. Also da sind wir uns schon sehr ähnlich. Er will nicht als kleinerer Partner an die Wand gespielt werden und aus dem Prozess rausgetrieben werden. Und ich habe ein Verständnis dafür, dass bei uns die kleineren Koalitionspartner sich ebenso gleich behandelt fühlen. Deswegen ist das eine Besonderheit, warum wir nicht sagen, es ist das Modell, eine größere Partei und eine kleinere Partei machen mal einen Deal und die kleinere setzt drei Sachen durch und für den Rest haben sie Mund zu halten. Wir wollen über eine neue politische Kultur reden. Und das ist sozusagen der Versuch, die Erfurter Erklärung zum ersten Mal wirklich in Politik umzusetzen. Das ist auch gut, dass man das jetzt nachvollziehen kann, aber gemessen an Ihren anderen Ausführungen geht es ja nicht um Peanuts, sondern es geht schon um
generelle tarifpolitische Weichenstellung bei diesem Gesetz. Und Sie haben nur wenige Sätze benutzt in Ihrem Referat und gesagt, ja, wir haben versucht, dass das neu formuliert wird. Mit Brandenburg konnten Sie es nicht durchsetzen. Wo ich Ihnen widerspreche, ist, dass der Bundesrat, wie Sie es jetzt darlegen, nicht so einen großen Einfluss hat. Dort kann sehr viel bewegt werden, auch an Diskursmasse, es kann verlangsamt werden, können neue Impulse gesetzt werden. Die Frage war an Sie, haben Sie Ihr gesamtes Potenzial, was Sie hatten, mit Brandenburg zusammen ausgeschöpft? Ist das Ihr Eindruck? Also fachlich habe ich von Herrn Professor Däubler die richtigen Ausführungen gehört, denen schließe ich mich einfach vollumfänglich an, weil ich schon früher immer das Däubler-Fachbuch immer bei mir hatte, wenn ich Betriebsratsseminare gemacht habe. Der Punkt ist, der Diskurs hätte als gesamtdeutscher Diskurs unter allen Gewerkschaften geführt werden müssen. Die Frage, ob das der Bundesrat führt bei einem Gesetz, bei dem wir am Ende, wenn überhaupt, nur über einen bestimmten Sondergriff eine Chance haben, in den Vermittlungsausschuss zu kommen. Und in den Vermittlungsausschuss kämen wir nur, wenn wir ein anderes Gesetz dagegen gesetzt hätten. Und jetzt kann ich mir die Welt schönreden. Also die Stimmen von Brandenburg und Thüringen im Sozialausschuss sind da überschaubar. Und ich kann sie mir nicht auch besser reden. Also ich lasse mich da gerne noch dreimal von Ihnen nachfragen, aber es ist nur Brandenburg und Thüringen, die eine entsprechende Anzahl von Stimmen im Sozialausschuss haben. Und im Bundesrat wird dann nur noch gefragt, haben wir einen anderen Gesetzestext? Den haben wir nicht. Und dann kann ich mich in die Ecke setzen und kann sagen, gut, Pech gehabt. Und die Diskussion müssen wir trotzdem führen. Und deswegen sage ich ja wieder als Person, sage ich, ich kann auch gelassen dann damit abwarten, was am Ende beim Bundesverfassungsgericht da rauskommt. Ich habe große Zweifel, ob der jetzige Gesetzestext verfassungskonform ist. Das ist mein Problem. Aber Ihre Antworten bringen ja einen wesentlichen Erkenntnisgewinn. Ich entnehme dem, dass Sie sagen, es ist besser als Sie als Politiker im Bundesrat, die Gewerkschaften aktiver diese Debatte hätten führen können. Aber wir haben ja auch schon analysiert, warum, wie schätzen Sie das ein, wieso ist die Gewerkschaftsbewegung dieser Frage so gelähmt, dass es diese doppelte Spaltung gibt? Was ist Ihre Analyse, die dahinter steckt? Weil das ist ja offenbar fatal, auch für den weiteren Prozess des Gesetzes. Ja, ich habe auf die Deutsche Einheit hingewiesen. Die Deutsche Einheit hat dazu geführt, dass die Gewerkschaftsbewegung nicht automatisch so weitergewachsen ist, wie sich Wertschöpfungsströme in Deutschland verschoben haben. Und die Frage der Niederlage der 35-Stunden-Woche im Metallbereich, der ja scheinbar im Osten stattgefunden hat, aber tatsächlich auch aus mangelnder Solidarität im Westen geopfert worden ist, das habe ich alles bitter in Erinnerung. Und es gibt ein paar, deswegen sage ich mal, da bleibe ich auch Gewerkschafter. Das sage ich jetzt auch als Gewerkschafter. Ich glaube, dass die Gewerkschaften eine ganze Reihe von Hausaufgaben nicht gemacht haben, was die Frage der heutigen Zeit, 25 Jahre nach der Deutschen Einheit, angeht. Was ist sozusagen die Entwicklung von tariflicher Entwicklung, von sozialpolitischer Entwicklung, von gewerkschaftspolitischer Entwicklung? Ich will noch ein völlig anderes Thema sagen, aber das ist die gleiche Diskussion, die ich meine. Vielleicht bin ich da Nostalgiker. Vielleicht wissen dann auch viele gar nicht mehr, von was ich rede. Die Frage von gemeinwohlorientierter Tätigkeit oder Gemeinwirtschaft. Erinnert sich noch der ein oder andere, dass das Thema Genossenschaften von den westdeutschen Gewerkschaften versenkt worden ist und Neue Heimat hieß und Koop hieß und wir heute dringend eine Diskussion über Genossenschaften brauchen? Da bin ich dann wieder Ministerpräsident, weil die Diskussion wollen wir jetzt in Thüringen führen am Thema Energiepolitik. Weil Energiepolitik die Voraussetzungen schafft, wie wir dezentral, regional, regenerative Energien mit Genossenschaftsmodellen auf den Weg bringen können. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten, dass Genossenschaften wiederum ein Teil von gesellschaftlichem Leben sind und auch notwendig sind. Und deswegen glaube ich, dass Solidarität, und da geht es um ein solidarisches Gesellschaftsbild, dieses Bild müssen wir neu erkämpfen. Und da habe ich das Gefühl, dass viele Nachgeborene heute gar nicht mehr wissen, von was wir reden. Diejenigen, die neu in Betriebe kommen und überhaupt keinen inneren Begriff mehr haben, dass Streik die einzigste Form der Gegenwehr ist. Und Streik bedeutet nicht, also wenn ich so Worte höre wie Betriebsschaden oder sowas. Nee, für mich ist Streik eines der wichtigsten Bürgerrechte überhaupt einer freien Gesellschaft. Aber Streik funktioniert nur, wenn man solidarisch vor dem Werkstor oder vor dem Betrieb stehen bleibt. Das setzt aber noch eine einheitliche Belegschaft voraus. Das setzt überhaupt noch voraus, dass man sich solidarisch wahrnimmt. Auch diesen Teil habe ich das Gefühl, also den letzten großen
Den wirklich letzten großen Streik, den ich selber begleitet habe, war 1989 der Streik gegen den scheißlangen Donnerstag, Schlado. 18.30 Uhr und kein Schritt weiter hieß das. Und wenn man sich daran anguckt, dass heute beim Thema Ladenöffnungszeit gar nichts mehr geregelt ist, der Rest, der da noch geregelt ist, ist albernes Kram. Dann sage ich, Amazon und Zalando lassen grüßen. Also wir haben auch 20 Jahre einen Veränderungsprozess, wo so ein neoliberaler Umstrukturierungsprozess, jeder seines Glückes Schmied, jeder kriegt das individuell schon hin und man verkauft sich ganz individualisiert. Und da haben Gewerkschaften ihren Anteil auch dabei gehabt. Also die Privatisierung der Altersvorsorge heißt Riester. Das heißt, wenn man jetzt Ihre Analyse zuspitzt, bedeutet das, diese Auseinandersetzung, die Spaltungslinien in der Gewerkschaft zum Tarifeinheitsgesetz auch ein Symbol sind für die Krise der Gewerkschaften, für unerledigte Aufgaben oder für Fehlentwicklung? Ich gehe ein Stück weiter und sage, das ist die Spaltungslinien der nicht erledigten gesellschaftspolitischen Diskussionen, die wir zusammenführen müssen. Es nur an die Gewerkschaften zu adressieren, wäre mir zu billig. Ich sage das auch nicht als wohlfeile Anklage, sondern ich habe, also die Entscheidung, Frank Spiet ist hier und ich, er war damals der DGB-Landesvorsitzende, ich war der HBV-Landesvorsitzende, aus der gleichen Analyse, die ich versucht habe, gerade zu beschreiben, haben wir damals die, hier sitzen ja so viele Erfurter Erklärer, sehe ich gerade, also das ist der Grund, warum wir die Erfurter Erklärung geschrieben haben. Das war nicht nur, weil wir irgendeinen Text formulieren wollten, weil wir nichts Besseres zu tun hatten, sondern weil wir der Meinung waren, wir brauchen eine gesellschaftspolitische Diskussion, weil nur in der gesellschaftspolitischen Diskussion werden auch die Gewerkschaften sich neu sortieren können. Und jetzt erleben wir gerade, dass Gewerkschaft gegen Gewerkschaft ausgespielt wird. Und das löst das Gesetz nicht auf. Wenn Sie jetzt nochmal in Rolle 2 schlüpfen, Gewerkschafter, und wir aus dieser Lageanalyse was Konstruktives machen, was wäre Ihr Lösungsansatz? Was würden Sie, der ja offenbar Vermittlungsausschussqualitäten hat, mit so einer Dreierkonstellation hier, was würden Sie empfehlen? Wie sollten die unerledigten Aufgaben, die strategischen Fragen geklärt werden? Was würden Sie den Gewerkschaftskollegen empfehlen, wie man aus dieser Klippe rauskommt? Haben Sie einen soliden Tipp? Also das wäre ja, dann könnte ich über Wasser gehen und Religionen gründen. Ja, aber wir haben ja schon von der Dreifaltigkeit gesprochen. Ja, nein, ich will nochmal sagen, also ja, ich sage mal, die Diskussion über den Betriebsbegriff im Betriebsverfassungsgesetz, wenn wir endlich anfangen würden, den Betriebsbegriff des Betriebsverfassungsgesetzes an der Wertschöpfung eines Produktes und an der Wertschöpfung des ganzen Betriebes und des Unternehmens festzumachen. Dass wir aus der Atomisierung, also erinnert sich noch der ein oder andere, wir haben das mal im gesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Diskurs die Schleckerisierung genannt. Das Unternehmen gibt es gar nicht mehr. Aber die Frage, wie man jeden Einzelteil eines Betriebes atomisiert hat, also die McDonaldisierung, die Franchisierung, die Rewe-Läden, die alle verselbstständigt, Edeka-Läden, die alle verselbstständigt worden sind. Ursprünglich ist Edeka mal entstanden aus selbstständigen Edeka-Läden. Dann ist er der größte Lebensmittelhändler Deutschlands und Europas geworden. Und jetzt erfindet er das. Also er übernimmt ein Unternehmen, um anschließend die Filialleiter zu Selbstständigen zu machen. Das ist die Umkehrung von jedem gemeinsamen Betriebsbegriff. Also die Auseinandersetzung Tengelmann hat gerade stattgefunden. Das Bundeskartellamt hat jetzt gerade Einspruch eingelegt. Aber tatsächlich, wenn ich daran denke, ich habe bei Karstadt mal gelernt, gucken Sie sich mal an, was aus Karstadt geworden ist. Woolworths gibt es gar nicht mehr. Hertie gibt es gar nicht mehr. Also die Unternehmen, die früher mal Tarifkämpfe im Kern ausgemacht haben, existieren nicht mehr. Also wenn wir über die Veränderung unserer Gesellschaft reden, müssen wir diese Dinge mit ins Kalkül ziehen. Und das bedeutet, wir müssen über eine Modernisierung des Arbeitsrechts reden. Und das ist ein viel umfassenderer Begriff. Und da kenne ich die Diskussion. Also wir haben in der Bundestagsfraktion mehrfach darüber debattiert. Und es waren jedes Mal Gewerkschaftskollegen, die gesagt haben, nee, die Diskussion führen wir nicht, weil wir sie gesellschaftlich verlieren. Und mit der Angst, dass man gesellschaftlich verliert, eine Diskussion erst gar nicht zu führen, das finde ich, führt richtig zu einem Problem, weil wir damit den Problemstau immer weiter erhöhen. Aber das könnte ja sozusagen die Befindlichkeitslage genau interpretieren, dass die führenden Gewerkschafter glauben, sie führen eh nur noch Abwehrkämpfe gegen neoliberalistische Tendenzen und dann, dass sie wenigstens einen Gestaltungsfreiraum im Abwehrkampf haben. Das könnte ja durchaus eine rationale, pragmatische Haltung sein. Ja, ich verstehe Sie ja auch aus der Apparatsicht. Aber das hilft uns nicht.
Also am Ende ist die Frage, ob ich, also ich jetzt wieder so ein Befund als Ministerpräsident, wenn ich als Ministerpräsident im Moment auf die Tarifauseinandersetzung unserer kommunalen Strukturen schaue und feststelle, dass unsere Stadtwerke in Thüringen kein einziges Stadtwerk mehr in der aktiven Tarifbindung ist, dann ist das nicht mein Problem als Ministerpräsident, dann ist das ein Defizitsanzeige in Richtung meiner Gewerkschaft, weil das alles nur noch angelehnte Tarifverträge sind. Das sind irgendwann Kompromisse gewesen, wenn wieder irgendwie eine Steigerung da war, hat man gesagt, okay, wir gehen jetzt mal aus dem Tarifvertrag raus und so weiter und so weiter. Und der Einzelhandel hat es ähnlich gemacht, der hat dann diese Begleitmitgliedschaften in ihrem Arbeitgeberverband geschafft und all diese Dinge. Und das sind die Abwehrkämpfe, die haben wir jetzt 20 Jahre lang geführt. Und im Kern haben wir sie 20 Jahre lang verloren. Und Amazon lässt grüßen. Der Tarifkampf von Amazon ist für mich Symbol, aber mehr wie nur ein Symbol. Deswegen sage ich, das müssen wir zum zentralen politischen Ansatz machen, dass so ein Unternehmen, das eine solche Marktmacht entwickelt, nicht den Rest an die Wand nagelt. Und wenn wir das nicht durch eine innere Struktur in so einem Betrieb und eine solidarische Begleitung hinkriegen, dann wird mir eben Himmelangst. Ich bleibe bei meiner Kernaussage. Wenn solche Unternehmen sagen, sie sind kein Versandhandel mehr, sondern sie sind Logistiker, dann gilt das für den Rest aller anderen Betriebe auch, ob es jemandem schmeckt oder nicht. Das hält man nur auf dort, wo man noch eine starke Belegschaft hat, da wo ein neuer Betrieb aufgebaut worden ist und kann in der Regel keine Stärke mehr entstehen, wenn es sofort mit prekarisierter Belegschaft begonnen wird. Zalando ist nur mit zeitbefristeten Arbeitsverträgen. Ist alles rechtlich zulässig. Und das Einzige, was die Landesregierung damals hat regeln können, das war Matthias Machnig, der dafür heftig gescholten worden ist, weil er 8,75 Euro in den Fördermittelbescheid reingeschrieben hat. Für die 8,75 Euro ist er angegriffen worden. Ich habe gesagt, die 8,75 Euro gefallen mir nicht, aber es ist mir lieber, er schreibt die rein. Damit ist jetzt der Betrieb gerade mal, ich glaube, bei 9,25 Euro angelandet. Jetzt haben sie zweimal Gelderhöhung gezahlt. Aber Tarifvertrag wollen sie einfach nicht zahlen. Und den einschlägigen Tarifvertrag, den wir einklagen könnten, wenn wir noch einen allgemeinverbindlichen Einzel- und Versandhandelstarifvertrag hätten. Deswegen ist das, was vor 10 Jahren passiert ist, die Katastrophe, die jetzt 10 Jahre später sich so auswirkt. Und das kann man dann wieder nicht an die Politik übertragen und sagen, jetzt nehmt mal den Fördermittelbescheid zurück und gebt mal einen neuen Fördermittelbescheid aus. Das ist leider juristisch nicht zulässig. Sie haben jetzt die Agenda der Gewerkschaften ziemlich genau ausformuliert, was eigentlich anlässlich dieses Tarifeinheitsgesetzes fällig wäre an Debatten, tarifpolitisch, aber auch bezogen auf die einzelnen Branchen, die Wertschöpfungsketten. Ganz einfache Frage an Sie, von mir aus an Person 3, also denkender Mensch. Warum passiert so wenig in den Gewerkschaften? Was ist Ihre Analyse, wenn die Fragen so drängend sind, wie Sie sie beschrieben haben? Warum tut sich so wenig? Lieber Herr Leif, warum hat eine Frau Merkel immer noch 45% Umfragewert? Also, die Antwort müssen Sie entschlüsseln, ich habe Sie nicht verstanden. Nicht? Das bedrückt mich jetzt aber. Versuchen Sie es mal. Sie müssen als Person 1, Ministerpräsident, auch mit einfachen Bürgern reden. Das, Herr Leif, als einfacher Bürger, das finde ich erstaunlich. Ich lerne jeden Tag was Neues. Versuchen Sie es mal, die Antwort darauf zu geben. Also, in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wo der Verlust von Sozialstandards zur alltäglichen Erfahrung geworden ist, ist es einfach so, da jeder seinen Verlust seines Sozialanspruchs individuell erlebt, gibt es einen deutlichen Unterschied zu dem, was die DDR-Bürger vor 24 oder 25 Jahren erlebt haben. Die haben eine Kollektiverfahrung, und zwar ob sie die DDR gehasst oder geliebt haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sie hatten am selben Tag, zum selben Zeitraum eine Kollektiverfahrung. Die Belegschaften, die mit einer Betriebsschließung betroffen sind, haben eine Kollektiverfahrung. Diejenigen, die schleichend umgebaut werden, haben überhaupt keine Erfahrung und nehmen gar nicht wahr, dass sie die Verlierer in dem Prozess sind. Und wenn man dann sagt, ihr müsst doch mal begreifen, dass ihr Verlierer seid, und dann halten wir wohlfeile Mai-Ansprachen und merken nicht, dass immer weniger da sind, denen wir eine Ansprache halten. Das ist die Diskrepanz gesellschaftlich. Und dann kommt eine Frau Bundeskanzlerin, die niemandem etwas tut und offenkundig immer nur vor sich hin lächelt, abwartet, was passiert. Und es gibt keine politische Entwicklung. Dann kommt die SPD und sagt, wir setzen den gesetzlichen Mindestlohn durch, was ich im Kern richtig finde. Also über Höhe und Form kann man gerne alles streiten, aber sie haben es durchgesetzt. Und dann denkt die SPD, jetzt müsste man doch mal ein paar Zuwachsraten haben. Da müsste man doch das irgendwie gut geschrieben kriegen, und nichts passiert. Und Frau Merkel lächelt weiter.
Und erst ganz mühselig, wenn wir Rot-Rot-Grün zu Ende denken, hätten wir mal links von der Mitte eine gesellschaftliche Mehrheit, die sich in Politik umsetzen könnte. Und das funktioniert nicht, weil auch wir links von der Mitte uns alle auseinanderdividieren lassen, gegenseitig in Stellung bringen und jeder den anderen versucht zu übertrumpfen mit Radikalität. Da gilt mein Laden auch dazu. Also ich will jetzt nicht nur den Finger in die andere Richtung stecken. Deswegen sage ich, wenn wir einen gesellschaftlichen Diskurs wollen, müssen wir einen viel umfassenderen führen. Und das Beispiel Griechenland lässt grüßen. Die haben viel zu lange abgewartet, ob das alles irgendwie funktioniert, die Einnahmenabwehrkämpfe. Also unsere langjährige Partnerpartei, die KKE, hat immer sich wohlfeil darin gefallen, die radikalste Formulierung und die radikalste Analyse zu haben. Und am Ende... Gut, ganz bevor dann Ihre Fragen kommen, noch eine letzte Frage an Sie zur Interpretation, wenn Sie nochmal, sagen wir mal, Person 3, denkender Mensch. Der Deal der SPD, der unterstellt wird, dieses Gesetz durchzuwinken gegen Mindestlohn, würden Sie sagen, politisch... Ist das ein Deal, der verträglich ist, den man machen kann unter pragmatischen Gesichtspunkten, wenn man Politik als Handel sieht? Ist das akzeptabel und nach nüchterner Erwägung okay? Wenn man den Rahmen, der drumherum gesetzt ist, nicht in Frage stellt, muss man am Ende diesen Weg gehen. Also deswegen sage ich, ich stelle den Rahmen in Frage und sage, es gibt keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Also GDL und Marburger Bund und Cockpit wird dadurch nicht gelöst. Mhm. Und wenn es um die geht, also wenn die drei das sind, weil das, ich habe deswegen eben sechs andere Punkte nochmal dazugestellt, habe gesagt, also wenn ihr glaubt, dass ihr euch immer nur auf diese drei fokussiert, dann müsste man ganz andere Wege gehen. Also, okay. Weil da habe ich drei starke Partner, da hätte ich ja drei starke Partner. Warum bereinige ich dann die Branchenproblematik an sich nicht? Und deswegen sage ich, wenn ich an den Betriebsbegriff nicht rangehe, wenn ich an den Branchenbegriff nicht rangehe und versuche nur drei Organisationen an die Kette zu legen, weil sie mir nicht gefallen, dann ist das ein falscher Lösungsansatz, der auch zu falschen Ergebnissen führt. Das mag vielleicht für den einen oder anderen BDA-Vertreter dann zu einer verträglichen Geschichte führen. Aber zu den Problemansätzen, über die wir eigentlich reden müssen, nämlich zu einer tariflichen Gestaltungsmacht, die wieder dazu führt, dass ein Tarifvertrag wieder eine eigene Ausstrahlung hat und eine ganze Branche regelt, dazu führt es nicht. Also es kann ja sein, dass Gabriel dann irgendwann nachts um 2 Uhr, als der End verhandelt worden ist, gesagt hat, lass das dann mal durchwinken, ist eh nicht so bedeutsam, weil er es so gesehen hat, wie eben von BDA interpretiert. Also ich glaube, es gab einfach nur eine Verabredung, dass man es die Tarifeinheit regeln will. Das kann man ja wohlfeil schnell sagen. Und jetzt muss ich mal Kollegen Wieselski sozusagen enttäuschen, weil an der Stelle habe ich immer gesagt, ein Betrieb, eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag. Das habe ich immer als DGB-Vertreter gesagt. Dann habe ich aber die bittere Erfahrung gemacht, dass die DGB-Gewerkschaften das Gleiche machen wie Kollege Wieselski. Untereinander, nicht? Also sich gegen, also wir haben ja eine Tarifauseinandersetzung in Thüringen geführt für Wachleute. Wir hatten eine gute, schlagkräftige Truppe von Arbeitnehmern, die gekämpft haben um einen guten Wachleute-Tarifvertrag, den wir dringend notwendig gehabt hätten. Verdi war schon gegründet, Verdi hat den Tarifvertrag hier verhandelt, die Streiks haben hier stattgefunden. Ich habe mir meine Streikweste angezogen, habe mich vor den Landtag gestellt und habe mit den Kollegen Wachpersonal vom Landtag die Streikversammlung organisiert und als Streikposten da gestanden. Das fand die Landtagsverwaltung sehr seltsam, dass der Fraktionsvorsitzende als Streikposten da steht. Und dann hat ein Verdi-Vertreter für Fraport in Frankfurt einfach einen niedrigeren Tarifvertrag für das Wachgewerbe abgeschlossen. Und daraufhin hat der Thüringer Arbeitgeberverband gesagt zu Verdi, wenn ihr das nicht Verdi intern klärt, dann reden wir mit euch nicht mehr. Deswegen rede ich auch mal über sowas Unangenehmes, weil dazu gab es dann interne große Konflikte, aber keiner wollte mehr darüber reden. Und das finde ich das eigentliche Problem. Solange wir immer nur sagen, der Kollege Wieselski ist schuld, dann haben wir eine einfache Welt. Wenn wir aber nicht sehen, dass eine neu organisierte Gewerkschaft, also wie Verdi damals war, und der Konflikt in Randbereichen zwischen IG Metall und Verdi sofort stattgefunden hat. Wir haben die Konkurrenz zwischen DAG und HBV aufgehoben. Dafür war ich sehr. Aber wir haben die Konkurrenz der DGB-Gewerkschaften untereinander nicht aufgehoben. Deswegen bin ich dann in die Politik gegangen und bin jetzt Minister. Wie immer mit einer schönen Pointe. Das war sozusagen Bodo Ramelow im AAA-Verfahren. Sie können selbst entscheiden, ob er ihn als Ministerpräsident oder als Gewerkschafter oder als politisch denkender Mensch besser gefällt und wo er besser funktioniert. Vielen Dank jedenfalls bis dahin. Jetzt.